So, da kommen wir wieder zu einem Let's Play für zwischendurch, wie ihr es auch sehen könnt, an Frontnight Version 4.2 40.7.22.5.0. Wie gesagt, auf der PlayStation 4. Wie gesagt, das Spiel an sich, Fortnite, ist kostenlos. Es gibt natürlich bestimmte Grundstückspakete, Einsteiger, Deluxe und keine Ahnung was. Da sind die Preise dementsprechend, sag ich mal, von 50, ich glaube, bis 150 ist das teuerste. Aber an sich, das Hauptspiel an sich ist kostenlos. Sag mal, wie oft mussten hier laden? So, dann haben wir zum Beispiel relativ die Welt. Kooperatives PvE, Sturmabenteuer oder Battle Royale PvP mit 100 Spielern. Fortschritt im PvE haben keinen Einfluss auf Battle Royale. Gehe ich mal auf Rettet die Welt. Zum einen haben wir zum Beispiel Rettet die Welt. Rettet die Welt ist im Bezahlen Early Access mit Mikrotransaktionen erhältlich. Early Access bedeutet, dass sie sich noch in der Entwicklung, falls das nicht für dich ist, dann warte, denn Rettet die Welt wird 2018 kostenlos sein. Kauf dir für zum Beispiel das meinte ich, Standardkode und Fortnite Deluxe Grundpaket. Habe ich aber keinen Bock, das zu kaufen. Oder halt einen Code einlösen. Aber ich habe keinen Code. Das heißt, der wird hier wieder zurückgesetzt werden. Aber da seht ihr ja, falls das nichts für dich ist, dann wartet, denn Rettet die Welt wird 2018 kostenlos sein. Das heißt, wir gehen erstmal in Battle Royale 100 Spieler PvP, Player vs. Player. Das heißt, wir haben erstmal gleich richtig dick, fett Leute. Neues Update, schließen. Geheimnisse auf einem Kollisionskurs mit Gefahren. Aus den tiefsten Tiefen des Weltalls. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Macht euch bereit. Ja, habt ihr gesehen, das ist jetzt schon in der vierten Season, also im vierten Jahr, wollte ich schon sagen. Weil wenn das so wäre, dann müsste das ja 2014 erschienen sein. Mikrofon ist aus, da ich ja über Remote Play den Gedöns mache. Am 21. Juli 2017 war es auf der PlayStation 4 erhältlich. Ich weiß ja gar nicht, ob es auch für den PC gibt. Ja, und dann Battle Pass. Herausforderung. Es spinnt. Den gab es als PSN-Member mit kostenlos dazu. Da gibt es den oder den. Also unterschiedliche Farben. Das ist ja standardgemäß. Und du hast halt am Himmel. Wir nehmen den. Okay. Hier kann man noch zusätzliche Sachen kaufen.
Hier geht man in den direkten Shop. 100 V-Packs plus 100 Bonus. Da investiere ich aber kein Geld hinein. Viereck ist Team auffüllen und Dreieck ist spielen. Lade des Inhaltes. Oh, ist geschnell. Warteschlange. Wart auf Server. Tritt dem Server bei. Oh, das ging schnell. Wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahme, damit ich erstmal schon was zum Hochladen habe. Am heutigen Tag, Dienstag, den 22. Mai um 19.15 Uhr. Okay, ja, 2, springen, Kreis ist zum Bauen. Springen. Warum schattet hier nichts, Leute? Mit Dreiecken hin und her. In 5 Sekunden vielleicht? 0, 0, 0, okay. Die Tür öffnet sich in x-beliebigen Punkten. Wir müssen rausspringen, Leute. Alle raus, letzter Halt in. Ah, da springen sie schon alle. Da sind aber einige, die hier rausspringen. Okay. Ist irgendwo da, ist eine Hütte. Leute, lasst mich alle in Ruhe hier, ich bin Neuling. L3 ist laufen, okay. Also das Sprinten. Oh, da habe ich sogar was gefunden. Noch was? Nein! So. Hallo? Nee. Okay. Chancen. Oh, da ist auch was. Hallo? Hier liegt aber viel rum. Was ist denn hier passiert, Leute? Was ist denn so Steinchen? Ich
Kann ich ja, ich glaube, ich kann die anschlagen, ne? Ja. Habe ich drei Weapons. Auch wenn ich gleich die erste Runde hier sowas am verlieren bin. Und tschüss. Nehmen wir nochmal ein Sturmgewehr mit. Geht einer. Okay, die ist schon leer. Okay, die anderen zwei sind schon tot oder was? Wo sind die hingelaufen? Okay, das Haus, das war... ja. So ist mein eigener Staub. Okay, da waren sie auch schon drin. Ja, leider doch. Nimm doch alles weg.
Ja, in 15 Sekunden soll eine Staubwolke kommen. Ja, da bin ich ja. Da habe ich jetzt eine Dinger kaputt gemacht. Vorne läuft die Eingangstür. Ich glaube, es ist jetzt zwei. Ah, okay. Sie kam näher. So. Das heißt, nachher, das wird nachher der andere Bereich sein, und dann wird er nachher immer kleiner werden. Ich will kein Feedback geben. In die Richtung bin ich ja dann gelaufen, hier in der er jetzt geht. Kann ich irgendwie mir jemand anders angucken? Also, ja, melden will ich ihn ja nicht. Also das Zentrum soll ja gleich hier drinnen stattfinden. Da muss ich jetzt beeilen. Bei 15 Sekunden. Genau, ich halte 17%. So, 100. Ah, jetzt soll erst die Wolke kommen. Ah, ne, jetzt hat man nochmal. Ah, erst wird angekündigt und jetzt kommt die Wolke bis auf dementsprechendes Radius hier näher. Also er schon mal im Radius gemacht. Zurück in die Distanz. Knapp einen Kilometer. Er ist noch am äußeren Rand hier oben. Okay, er steht schon am Radius. Platzierung deines Teams, Hashtag 18. Genau. Thank you.
Ja, wollte sich, glaube ich, selbst zubauen. Ah, jetzt ist er tot. Jetzt kommt die Wolke wieder näher. Ja, mal zu sehen, wie viele Leute überhaupt hier noch rumlaufen. Also er hat jetzt 6 getötet, aber selbst ist er noch nicht gestorben. Also das heißt, er hat insgesamt 6 getötet, aber er ist selbst noch nicht gestorben. Oder sie ist selbst noch nie gestorben. Und weiß ich nicht. Der Kreis ist nochmal kleiner geworden, der ist jetzt hier unten drin, der Kreis. Ah, okay, das sollen jetzt sind es noch 2 insgesamt auf der Map. Ah, verstehe. Also wohl rechts jetzt die Zeit läuft mit Haken und daneben 2 und den Totenköpfen 0 oder Kills 0. Hat das Spiel gewonnen, okay. Das Spiel ist eh vorbei mit 2 Leuten. Weil sie im Team waren. Ei, ei, ei. Und nun? So. Nein. Zurück zur Lobby. Okay. Einschalten los. Such dir einen Platz zum Landen und bleib im Auge des Sturms. Genau. Ja. Denn, ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken in der ersten Folge zu Fortnite. Wie gesagt, ich habe gedacht, das wird dann Let's Play für zwischendurch. Also, es kommen hin und wieder mal ein paar Folgen, aber nicht unbedingt. Also, wie gesagt, irgendwas zwischen 3 bis 5 Folgen, so in dem Bereich kommen sie auf jeden Fall.
Also es werden nicht weniger wie 3 erstmal, das steht fest, aber auch erstmal nicht vorläufig nicht mehr wie 5. Also so irgendwas in dieser Spannbreite, wie gesagt, Minimum 3, Maximum 5. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken in der erste Folge. Ich konnte jetzt hier praktisch noch, wenn jetzt noch 3 andere Leute das Spiel hätten, die mal Freundschaftsliste wären, könnte ich jetzt hier noch 3 Stück mal zufügen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier mit Fortnite, Entschuldigung, ich sage nur wieder mal Fortnite, aber wir werden uns dann das nächste Mal wieder sehen hier, wenn wir Fortnite weiterspielen.